das Funkhaus des Bayerischen Rundfunks an der Münchner Arnulfstraße. Im Anschluss an das Fachsymposium zum Thema barrierefreier Zugang zu audiovisuellen Medien diskutiert eine bundesweite Expertenrunde über das Spannungsfeld zwischen Angeboten und Anforderungen. Ich möchte eine Frage, die heute Morgen diskutiert worden ist auf Twitter. Was ist denn jetzt mit den Native Signs eigentlich? Ich glaube, es ist ausgelöst worden durch das Beispiel, was wir beim ORF gesehen haben zum Eurovision Song Contest 2015 in Wien. Ein Riesenangebot, was dort zusammengeschustert worden ist. Das hat uns ja alle beeindruckt. Das haben wir auch an den Reaktionen gemerkt. Und dann wurde hier gleich die Frage gestellt, warum gibt es das nicht in deutschen Angeboten? Ich sage sehr gerne was dazu. Ja. Uschi Herdegen von der ARD. Das war ein ganz wunderbares Projekt und das war auch ein Pilotprojekt. Die Kollegin hat ein ganzes Jahr an diesem Projekt gearbeitet. Sie hat Dolmetscher geholt, gehörlose Dolmetscher. Die wurden sogar gestylt. Die sind zum Friseur gestickt worden. Also da steckt unendlich viel Arbeit hinter. Und im Alltag ist es so, die Tagesschau wird ja auch auf Phoenix gedolmetscht, auch dort werden gehörlose Dolmetscher eingesetzt. Beim NDR ist es so, wir haben sehr viele Serviceangebote online, die ebenfalls von gehörlosen Dolmetschern gedolmetscht werden. Das ist aber immer nur dann möglich, wenn wir vom Teleprompter abdolmetschen können. In Live-Situationen ist es so, dann muss ein hörender Dolmetscher zuerst dolmetschen und der Gehörlose dolmetscht das dann nach. Das nennt man Relais-Dolmetschen. Früher, als ich das noch nicht kannte, habe ich immer gesagt, das ist so ein bisschen wie stille Post. Warum machen wir das nicht häufiger? Es ist natürlich auch eine Kostenfrage. Zwei Dolmetscher kosten mehr als einer und Wissenschaftler sagen uns, dass Relais-Dolmetschen eigentlich eine ungünstige Situation ist, denn ich muss den Ausgangstext kennen und dann übersetzen. Aber wenn das schon mal doppelt gedolmetscht wird, dann geht natürlich auch was verloren. Das ist nicht so günstig. Auf der anderen Seite, das muss man auch sagen, sagen die gehörlosen Menschen, die gehörlosen Dolmetscher, das sind Muttersprachler. Und wir verstehen die einfach sehr viel besser als andere Dolmetscher. Wenn wir jetzt hier unsere hörenden Dolmetscher sehen, dann würde ich sagen, die machen das doch super. Warum sind die so viel schlechter als der Gehörlose? Aber das müssen Ihnen, glaube ich, die Gehörlosen beantworten. Da bin ich auch nicht die Fachfrau. Ich würde da eigentlich gerne noch eine weitere Möglichkeit mit einbringen. Also einmal ist die Möglichkeit, taube Dolmetscher zum Einsatz kommen zu lassen oder hörende Dolmetscher. Aber es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, nämlich gehörlose Präsentatoren zu wählen, die die Nachrichtensendungen präsentieren und deren Präsentation dann sozusagen entweder nochmal von einer Dolmetscherin oder einer Sprecherin neben dem Gehörlosen, der da präsentiert, gesprochen wird oder wo einfach nur der Ton dann eingeblendet wird und die Untertitel dazu gesendet werden. Das ist eine Technik, die in den skandinavischen Ländern schon sehr häufig zum Einsatz kommt und wo diese Nachrichtensendungen auch sehr populär sind. Also die werden dort in der Primetime sozusagen gesendet und die Zuschauerzahlen sind sehr gut. Also das ist sicherlich auch noch eine Möglichkeit, die man mit andenken kann, wenn man von Gebärdensprache im Fernsehen spricht und dem Anteil von Gebärdensprache im Fernsehen. Und was jetzt diese Frage nach der Muttersprachlichkeit von den Dolmetschern angeht, ich denke, taube Dolmetscher sind auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt, weil die Verständlichkeit von Gebärdensprache durch die Präsentation von Gebärdensprachdolmetschern, die selber Muttersprachler sind, viel höher ist und zielsprachiger ist für viele gehörlose Rezipienten. Schauen wir nochmal, was heute am Tag und was wir auch gerade in der Diskussion gehört haben, ist immer das Thema, es ist ja noch Luft nach oben, Herr Schneider. Frage an Sie, was muss man denn machen oder wie motivieren wir denn jetzt die privaten Anbieter in den Bereichen zuzulegen und auch dort die Angebote mehr barrierefrei zu machen?
Ja, gerne ein paar Antworten dazu. Zunächst einmal muss man sehen, dass im Gesetz die Verpflichtung nicht als Pflicht dargestellt ist, sondern nur der Hinweis, Sie sollen im Rahmen Ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten auch Angebote mitbringen für Nutzerinnen und Nutzer mit Behinderungen. Ich bin jetzt in doppelter Funktion mit da, einmal als Präsident hier in Bayern und damit auch verantwortlich für das, was private Medien in Bayern leisten können. Und in zweiter Funktion als Vorsitzender der DLM, wie ist unser Blick oder Zugriff auf die Privaten, die bundesweit unterwegs sind? Ich beginne mit dem zweiten bundesweit. Wir haben seit 2012, 2013 auch unseren Druck verstärkt auf die privaten Anbieter, indem man auch ein Stück Monitoring gemacht hat, um einfach mal auch festzustellen, wie viel gibt es an Angebot. Und die Medienanstalten mit den Gremienvorsitzenden haben eine bestimmte Voraussetzung als ersten Bereich mitgesetzt, wie viel das jeden Tag eine Sendung sein muss. Und wir haben das überprüft und haben festgestellt, dass dieser geringe Ansatz nicht von allen erfüllt wird. Und durch ständiges Bohren und vor allem Veröffentlichung der nicht genügenden Zahlen hat dazu geführt, dass wir jetzt zumindest erreicht haben, dass diese Vorgabe eingehalten wird und es Stück nach Stück, das sehe ich genauso, nach oben gehen muss. Aber was Herr Schneider gesagt hat, so in Öffentlich-Rechtlichen, man kann nicht alles verlangen, weil das Geld nicht von der KEF zur Verfügung gestellt wird, ist natürlich auch den Privaten, die nichts von der KEF bekommen, sondern das aus dem eigenen Bereich halt dann erwirtschaften müssen. Und das ist halt die Schwierigkeit, die Forderungen von der Politik dann nach oben zu schrauben. Wir haben als Medienanstalten jetzt einen Studienauftrag gegeben, um auch mal zu wissen, wie nutzen Menschen mit Behinderungen Medien überhaupt, um auch eine Grundlage zu haben. Ich weiß nicht, ob der Professor Bosse noch da ist. Wir machen das mit der TU Dortmund, dem HBI, dem Institut Hans Bredow in Hamburg und machen das auch mit der Aktion Mensch gemeinsam und werden im Oktober bei den Medientagen die Ergebnisse vorstellen. Das ist für uns, aber auch vor allem für die Sender eine wichtige Grundlage, um einfach mal zu sehen, welches Potenzial ist da, wie nutzen Menschen mit Behinderungen die Angebote. Und möglicherweise ist es auch ein Anreiz für die Sender, selbst aktiver zu werden. Das dritte Thema jetzt auf bayerischer Ebene. Wir unterstützen sehr die ABM, also die Arbeitsgemeinschaft Behinderter in Medien. Wir haben hier mit Sport1 auch ein Modell Join, das in Kombination mit Online-Angeboten ja, also sehr weit ist. Das unterstützen wir auch finanziell als BLM. Und insgesamt ist es uns ein Anliegen, auch innovative Ansätze nach vorne zu bringen. Dazu geben wir auch Fördergelder mit raus. Im Wissen, dass es zu wenig ist, versuchen wir unseren Anteil zu leisten, dass es mehr wird. Herr Professor Kalisch, können wir vorstellen, dass die Antwort jetzt nicht so befriedigend ist, wenn man hört, naja, zum einen machen wir jetzt eine Studie, um nochmal zu schauen, wie diese Angebote genutzt werden und auf dem anderen, wir haben eigentlich gar kein Geld, um das zu machen. Klar, wenn man kein Geld hat, kann man diese Angebote nicht machen. Die private Wirtschaft zu motivieren, sich der Zukunft zu stellen. Wir hatten das an einigen Stellen ja heute schon mal. Der demografische Wandel. Wir werden alle älter. Wir können alle schlechter sehen. Wir können alle schlechter hören, wenn wir älter werden. Wir kriegen andere Probleme und Zipperlein. Und wir wollen dann trotzdem am Markt agieren, kaufen, Produkte einsetzen. Wir brauchen also ein universelles Design von Produkten, damit wir Radios, Fernseher, Info, Stationen, Handys und was alles technologisch heute möglich ist, wir auch bedienen können in der Zukunft. Und wenn die private Wirtschaft Unterstützung braucht, zum Beispiel, weil sie E-Autos weiterentwickeln wollen, dann ist da die Bundesregierung tätig. Ich denke, wenn die Gesellschaft Barrierefreiheit und universelles Design braucht, dann sollte die Politik da auch tätig werden, mit dem Verständnis, dass das eine Investition in die Zukunft ist. Es ist natürlich eine Geldfrage. Es ist natürlich, man kann nicht alles auf einmal wollen. Da könnte man natürlich auch von den Aussteigern lernen aus Großbritannien, die da Quoten haben. Und vielleicht würden auch den Entscheidern in den Gremien der Rundfunkräte das helfen, wenn es Quoten gäbe, die Quoten einforderbar wären, weil sie bedeuten natürlich auch eine gewisse Finanzierung, um das auch umzusetzen. Na,
Nach der Kaffeepause setzt die Behindertenbeauftragte des Landes Bayern, Irmgard Bordura, die Diskussion fort. Die Beteiligung von Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft soll, nach Frau Bordura, selbstverständlich sein. Was ich sagen wollte, ist nochmal bitte einfach auch nochmal einen kleinen Schritt zurück. Ich merke das den ganzen Tag. Lassen Sie uns nochmal auch wirklich diese Perspektiverweiterung ernst nehmen und nicht immer davon sprechen, wir lassen Sie teilhaben. Wir produzieren dieses oder jenes. Das möchte ich einfach nochmal vorausschicken, weil mir das ganz, ganz wichtig ist, dass das auch ja, in Ihren Köpfen ein bisschen verankert bleibt. Aber die Politik, ja, wie tickt sie denn eben die Frage, die an mich gerichtet wurde, oder wie wird das diskutiert, die Privaten zu verpflichten? Natürlich, eben wie ich es heute Morgen auch schon gesagt habe, traut man sich leider nicht in Deutschland, die Privaten von Seiten der Politik mehr zu verpflichten. Ich habe eben einfach gemerkt, wie wenig wirkliches Wissen um den Alltag und um die Barrieren der behinderten Menschen bei unseren politischen Vertretern eben doch vorhanden ist. Da kennt der eine, der jemanden kennt, der hat ein behindertes Kind oder der Angehörige, meine Schwiegermutter kann nicht mehr gut laufen etc. Ja, das wird schon immer mehr und man macht sich dann für diese eine Situation bewusst. Aber das ist dann eben nur dieser eine Mensch, diese eine Situation. Und ich wünsche mir eben, dass es nicht jeden einzelnen Menschen dazu braucht, der eben im Angehörigenbereich oder also als Mitarbeiter, wie auch immer, behinderte Menschen um sich hat, sondern dass es normal ist, dass wir eben im universellen Design, im Design for All, wie es eben auch gerade gesagt wurde, in der Vielfalt denken lernen und das normal wird. Ich tue meins dazu, die Politik zu überzeugen, was, wie gesagt, in Sachen Wirtschaft bisher nicht gut gelingt, aber wir bleiben dran. Es werden ja auch immer mehr Groß-Events, Veranstaltungen wie zum Beispiel Olympische Spiele oder so jetzt auch durch die private Wirtschaft ausgestrahlt, die Senderechte dahin verkauft. Wenn da Barrierefreiheit nicht dabei ist, dann ist die Teilhabe nicht möglich. Das ist also ganz klar auch ein Signal, in das wir nicht gehen wollen, wo wir sagen, da brauchen wir die Politik als Unterstützer. Hier müssen wir Wege finden, das ist das eine. Und das andere ist vielleicht, aus meinem eigenen wirklich privaten Leben, Erfahrungsbericht, der vielleicht auch motivieren kann, die private Wirtschaft an der Stelle mitzunehmen. Wenn ich mir überlege, dass ich heute mal ein privates Fernsehen anschalte, dann weiß ich ja, das ist werbefinanziert. Und ich sage mal, 80% der Werbung ist heute akustisch nur Musik. Glauben Sie es mir, meine Damen und Herren, achten Sie mal drauf. Also ich weiß gar nicht, für welches Bier da gerade geworben wird und für welches Auto. Und ich kaufe es dann einfach auch nicht, weil ja gar nicht für mich geworben wird. Also für mich ist das die ähnliche Situation. Werbung im Fernsehen läuft ohne Untertitel. Ob das jetzt irgendein Auto, eine Automarke ist oder ein Bier, keine Ahnung. Ich sehe da zwar Bilder von einem Glas, das sich füllt oder von einem Auto, was fährt, aber was da beworben wird, was da jetzt so besonders ist an diesem Fahrzeug oder an diesem Getränk, das kann ich auch nicht verstehen. Und entsprechend bin ich auch nicht so furchtbar motiviert, das Ding zu kaufen oder mich da mit zu beschäftigen. Und genau da sollte man halt wirklich auch die Wirtschaft nochmal ansprechen und sagen, wir sind auch eine Käufergruppe, auch wenn wir jetzt nicht so riesig sind, aber wir sind eine Käufergruppe. Und da vielleicht auch nochmal zu dem Thema Einschaltquoten und Messen der Einschaltquoten. Also die Gehörlosen, die Gruppe der Gehörlosen ist nie abgebildet, wenn man von Einschaltquoten spricht oder wenn das sozusagen der Maßstab ist. Es ist zwar immer gemessen, wie viele Männer, wie viele Frauen. Sowas wird alles gemessen, auch Altersgruppen. Aber welche Gruppen von Menschen, die vielleicht eine Einschränkung haben, sind nie die Gruppen, die nachher gemessen werden. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, wenn man von einer Studie spricht, also da nochmal ganz dezidiert darauf einzugehen und zu sagen, wie sind denn die Einschaltquoten für bestimmte Sendungen, die groß gepriesen werden, weil hohe Einschaltquoten da sind, von Menschen, die behindert sind.
Sehr, sehr interessanter Punkt. Ich möchte noch mal auf das zurückgehen, was Professor Kalisch gesagt hat. Da ging es noch mal um das Thema Olympiaberichterstattung. Frau Herding, das ist ja für die Öffentlich-Rechtlichen ein relativ heikles Thema. Da sind ja Rechte weggefallen, Rechte an jemanden gegangen, der hier in Deutschland noch mal sein Business in der Hinsicht aufbauen muss erstmal. Das ist noch gar nicht vorhanden, weil das eine riesige amerikanische Kette ist, bei denen die Rechte liegt. So, jetzt muss man schauen, was bleibt denn eigentlich übrig für die Öffentlich-Rechtlichen? Welche Sportarten werden wir denn künftig überhaupt noch dort zeigen? Auch die Angebote bleiben so. Das heißt, sie bieten auch das an, barrierefrei, was anzubieten ist. Nur was macht man dann, wenn halt entscheidende Sportarten nicht mehr dabei sind? Da ist ja der Handlungsraum eingeschränkt. Da bleibt ja nicht mehr viel. Da würde ich Ihnen zustimmen, aber in dem Fall bin ich die falsche Ansprechpartnerin. Ich erstelle barrierefreie Angebote, also Untertitel, Audiodeskription, genau. Gebärdensprache. Und Sie sind jetzt die einzige Vertreterin. Hier sind ganz viele aus der ARD. Aber in der Runde. Aber es ist natürlich so, wenn Programm wegfällt, wenn wir Sachen nicht mehr ausstrahlen können, dann können wir es auch nicht barrierefrei gestalten. Es ist einfach so. Also ich plädiere immer dafür, Großereignisse, Fußball, all diese Sachen müssen wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zeigen. Dafür müssen wir auch Geld ausgeben. Viele sagen ja immer, warum macht ihr das überhaupt? Aber für uns ist es, oder für mich persönlich ist es ganz wichtig, dass wir diese Sachen zeigen und allen Menschen zugänglich machen. Jetzt entlaste ich Sie mal. Ich nehme den Ball wieder zurück, gebe ihn nach Herrn Schneider. Jetzt kommt also Eurosport irgendwann. Die werden sich was einfallen lassen müssen, wie so eine Olympiaberichterstattung aussieht. Die werden doch aus ihren Mitteln und ihrer Lage heraus nicht in der Lage sein, so ein Angebot hinzustellen, wie wir das bei ARD und ZDF jetzt auch bei den Europameisterschaften im Fußball erleben. Da fehlt ja was. Also die erste Antwort ist die Frage, ob nur Fußball das interessant ist für ARD und das Geld und ZDF, um Geld auszugeben, sondern auch olympische Sportarten, die jetzt nicht im Mainstream überall mit dran sind. Ich weiß ja, dass in Österreich sind die Verhandlungen so gelaufen, dass ORF einen Vertrag geschlossen hat mit Eurosport. Da wird jetzt gepokert. Da geht's. Die einen sagen, ARD, wir sind bereit, 100 Millionen zu zahlen. Die anderen sagen, wir erwarten 150 Millionen. Das ist ein Riesengeschäft. Am Ende des Tages wird man sich auch einigen, weil sich die ARD das gar nicht erlauben kann, nicht Olympia zu zeigen, bin ich überzeugt. Und die anderen werden es auch verkaufen müssen, weil ich nicht glaube, dass sie die nur für den eigenen Bereich erworben haben. Aber die Aussage ist, Eurosport wird Olympia zeigen, im Free-TV zeigen. Aber ich nehme das gerne mit, auch kenne ja die Discovery-Gruppe recht gut, mal die Frage zu stellen, wie ist es auch mit Behinderten und mit Untertitelung, wenn die Öffentlich-Rechtlichen hier nicht mit einspringen würden. Ich denke, es ist berechtigt dann auch die Forderung, dass teilweise das auch dann so aufbereitet wird, dass jeder auch dies genießen kann und damit auch dem Sport, der ihn interessiert, auch dann nachverfolgen kann. Mhm. Gibt eine Zwischenfrage von Julia. Ja, ich habe auch noch mal eine Frage dazu. Warum kann man denn dann nicht die Senderechte sozusagen an Barrierefreiheit binden? Also wenn ein privater Sender sich die Senderechte krallt für irgendeine Veranstaltung, für irgendeine Berichterstattung, dann sind sie einfach verpflichtet, diese Beiträge auch barrierefrei zu senden. Das ist doch ganz einfach. Ja, also ich kenne jetzt nicht, die Vergabe hat ja nicht der Staat gemacht, sondern die Rechte liegen jetzt beim Olympischen Komitee. Wenn die das vorschreiben würden, dann müsste man sich danach richten. Wahrscheinlich würden sie dann den Preis nicht erzielen, den sie jetzt erzielen können. Also ich philosophiere jetzt nur drüber und deshalb wird es nicht gemacht. Auch die DFL hat die Bundesliga-Rechte nicht gekoppelt, das. Aber das sind Entscheidungen, die halt in der Privatwirtschaft zu treffen sind. Oder der Gesetzgeber würde das als solches mit vorschreiben. Das ist im Grunde genau das, was Frau Gelanggut heute Morgen so treffend beschrieben hat, dass die Anforderungen an uns sehr, sehr unterschiedlich sind. Die einen fordern eine 1:1 Untertitelung, die anderen sagen, ihr müsst halt eben Untertitel ganz einfach machen. Und deshalb halten wir uns gerade bei der Untertitelung an die durchschnittliche Lesegeschwindigkeit, weil wir müssen möglichst viele Menschen mitnehmen. Und das ist auch so, dass der eine dann immer sagt, ach, das ist mir viel zu langsam. Der andere sagt, das ist mir viel zu schnell. Und das muss man wirklich sagen, das ist sogar die überwiegende Mehrheit. Wir haben sehr, sehr viele alte Zuschauer, die halt eben sagen, das muss für mich sogar noch langsamer sein. Also wir stehen immer davor, wir können es leider nicht allen recht machen, denn es gibt halt nur die eine Seite 150, wir haben nicht die 151, wo wir sagen, wir machen es in leichter Sprache und 152, wir machen es dann auch nochmal 1:1. Das ist schlichtweg nicht möglich.
Eine technische Frage, jetzt wo Sie es auch sagen, weil ich es wirklich vergessen habe. Ist es technisch nicht möglich, dass man, wie Sie sagten, 151 für schnell, Untertitelung 152 für langsam etc. Also das wundert mich bei unserer jetzigen digitalen und vor allem technisch schon fast so weiten Welt, dass wir das irgendwie nicht hinkriegen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir machen es ja schon, weil der NDR sendet 4 Landesmagazine gleichzeitig um 19:30 und für die Kollegen aus Radio Bremen auch. Da müssen Sie sich vorstellen, für diese 5 Sendungen allein sitzen da 10 Leute, die das live übersetzen. Wenn ich das jetzt noch 1:1 machen wollte, dann säßen da noch mal so viele Leute. Und wenn ich es dann in leichter Sprache mache, dann müsste ich noch mal bestimmt 20 oder 30 mehr haben, weil es so kompliziert ist, unsere Sendungen, gerade so Nachrichtenfilme, die Sprache ist so verdichtet und wenn man dann möglichst viel an Inhalt rüberbringt, da kaut man ganz schön lange drauf rum. Also Sie müssen sich das so vorstellen, da sitzen dann wirklich nicht nur 10 bei 5 Magazinen, sondern da sitzen dann 30, 40 Leute. Das ist eine finanzielle Sache, ganz einfach. Sie haben gerade einen sehr, sehr interessanten Satz gesagt, der mich sehr nachdenklich macht. Sie haben gesagt, unsere Sprache dort ist so komplex und so verdichtet. Jetzt sind Sie beim NDR. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch auf dieses Nachrichtenflaggschiff, was wir in der ARD haben, vielleicht auch ein bisschen zielt. Man muss sich ja immer Gedanken darüber machen, mit was für einer Nachrichtensprache gehen wir denn eigentlich um. Bleiben wir mal in unserem Beritt bei den Öffentlich-Rechtlichen. Sind Sie da im Austausch mit den Kollegen von ARD aktuell, die Tagesschau und Tagesthemen produzieren? Also wir untertiteln die Tagesschau für die Kollegen von ARD aktuell. Ich glaube, das ist generell ein Problem bei Nachrichten. Die Sendungen dauern 15 Minuten, die Inhalte sind sehr, sehr kompliziert. Und ich sage ganz ehrlich, ich glaube, das wird auch jedem hier gehen, die Kollegen, die das beim Bayerischen Rundfunk machen, da ist das ganz, ganz genauso. Wie viele Menschen erreichen wir mit dieser Sprache? Und das ist auch, wir machen beispielsweise jetzt einen Workshop auch im Juli, im NDR, wo es auch genau um diese Punkte geht, möglichst viele Menschen mitzunehmen und Klartext zu reden. Ich habe es heute Morgen auch schon mal gesagt, man kann hinter komplizierten Formulierungen auch ganz, ganz schön viel verstecken. Und Nachrichtensprache, also jeder Nachrichtenredakteur weiß das, die klare Ansage ist so einfach wie möglich. Aber ob das im Alltag immer so ist, da stimme ich Ihnen zu, das ist natürlich nicht der Fall. Herr Schneider, das werden Sie sicherlich gerne hören, dass da mal drüber nachgedacht wird, dass solche Workshops veranstaltet werden mit den Programmmachern, weil ich glaube, heute Morgen gab es schon mal eine Forderung, frühzeitig in diesem Produktionsprozess natürlich diese ganzen Anforderungen einfach mit einzubauen, um es dann noch einfacher zu machen, um die Angebote eben tatsächlich barrierefrei zu kriegen. Ja, definitiv. Also wir sind ja jetzt schon auch im Austausch mit dem Thema leichte Sprache. Das finde ich super. Und ich denke, wenn wir eine Nachrichtensendung haben, die eine 1:1 Untertitelung bietet, so wie das jetzt im Moment versucht wird, ist das ein super Ansatz, weil gehörlose Menschen da, wenn sie sprachlich in der Lage sind, das zu verstehen, auch den vollen Input bekommen. Wir haben Erfahrung gemacht mit einer NBC-Talkshow in den USA, wo auf der Seite 150 die deutschen Untertitel waren, auf der Seite 160 die holländischen und auf der Seite 170 die niederländischen Untertitel. Also es gibt schon die Möglichkeit, auf verschiedenen Seiten, Teletextseiten, dann unterschiedliche Untertitel auch anzubieten. Das finde ich eigentlich eine gute Lösung, wenn man gerade auf internationaler Ebene auch Angebote machen möchte für unterschiedliches Publikum. Und natürlich besteht auch die Möglichkeit, im Internet sich nochmal mit genug Zeit Themen anzulesen oder Informationen zu holen. Aber wenn wir vom Fernsehen sprechen und von einem Medium und das eben für alle erreichbar machen wollen, dann müssen wir natürlich auch über die Qualität der Untertitel und die Geschwindigkeit von Untertiteln reden. Jetzt haben wir noch 2 Fragen aus dem Plenum, die nehmen wir noch mit. Nochmal, Ralf Raudorf vom Behördenverband Hamburg. Also ist natürlich schon klar, wenn man mehrere Sprachlevel einbringt, dass natürlich ein gewisser Aufwand damit verbunden ist. Aber auf der anderen Seite ist es zum Beispiel auch so, die behinderten Menschen kann jetzt mal mehr für die Gehörlosen sprechen, vielleicht jetzt nur für die Gehörlosen in Hamburg. Wir haben schon mal eine Umfrage gemacht und wir sind bereit, mehr zu bezahlen. Wir würden auch Vollzahler werden, wenn wir die Barrierefreiheit garantiert bekommen. Das ist das Thema. Wir wollen nicht ein Drittel bezahlen, damit wir auch nur ein Drittel sehen dürfen. Natürlich ist es so, dass die Gehörlosen keinen Rundfunk haben, aber wenn wir beispielsweise dieses Angebot haben mit den 151, 152, 153, das war eine Diskussion, die wir vor 3, 4 Jahren in unserer Runde hatten. Sie haben es jetzt aufgegriffen, bin ja sehr dankbar.
Also ich würde mir immer klarer, dass wir diese Studien brauchen, weil wir wirklich zu wenig wissen. Also jeder erzählt ja jetzt aus seinem Erfahrungs- und Umfeld. Wir brauchen wirklich Fakten, auch was diese Lesefähigkeit angeht. Ich fände es zum Beispiel auch spannend, ob die nicht steigt durch die vielen Untertitel. Also wenn ich als Gehörloser sehr viel Untertitel lese, verbessert sich da nicht die Lesefähigkeit. Untertitel können ja auch auf Kinder denen helfen zu lesen. Also ich merke nur, wir haben eine Menge Fragen und es ist gut, dass wir reden. Und die Wissenschaft muss uns, glaube ich, helfen, damit wir auch mal diese Knoten auflösen, die wir schon sehr lange haben. Dankeschön, Frau Langguth. Herr Schneider. Ja, vielleicht ganz kurz darauf nochmal. Die PISA-Studie hat ja auch mit, ich glaube, das war in der ersten PISA-Studie, da war auch ein Thema, das untersucht wurde, wie sind die untertitelten Sendungen oder wie sind die Sendungen, die Kinder in den jeweiligen Ländern schauen. Und die guten Ergebnisse waren in den Ländern, in denen die Originalsendungen mit den jeweiligen Landessprachen als Untertitel liefen. Also das spricht ja schon sehr für die Sprachentwicklung von Kindern, wenn sie Untertitel angeboten bekommen. Also ich kann das bestätigen, weil ich in der Zeit auch in der Funktion tätig war, in dem Bildungsbereich. Wir haben das auch untersucht am Beispiel Finnland, das ja als das Gewinnerland in der ersten Studie war. Dort wird nicht synchronisiert. Also jedes Englischsprachige wird Englisch gezeigt und mit Untertiteln. Und die Kinder sind von frühester Jugend auf oder Kindheit an gezwungen, lesen, schnell lesen zu lernen, weil sie sonst nichts mitbekommen. Also das hat sowohl die Sprachfähigkeit im Englischen unterstützt, als auch die finnische Sprache, vor allem die Lesegeschwindigkeit. Das ist ein klarer Befund aus den ersten PISA-Runden gewesen. Ja, ich wollte noch mal eine Lanze brechen für die leichte Sprache, weil die leichte Sprache einfach eine Kommunikationsmöglichkeit ist, komplexe Dinge in längeren, also nicht in längeren Sätzen, sondern etwas ausführlicher, auch an erklärenden Worten darzustellen. Mancher Euphemismus wird dadurch entlarvt, dass man ihn einfach mal klar benennt, was dahinter steckt. Und ich sehe da einfach in der leichten Sprache ein Potenzial, in der Politik oder auch in der Ansprache der Bürger glaubwürdiger herüberzukommen, auch weil man einfach Sachverhalte etwas ausführlicher und genauer beschreibt. Leichte Sprache heißt ja nicht, die Prozesse zu vereinfachen, sondern heißt ja, sich erstmal Gedanken zu machen, wie, ob man das in einem Schachtelsatz erledigen kann oder ob man auch einen Fachbegriff mal erklärt und in kurzen, klaren Sätzen das formuliert, was man gerne möchte. Und da sehe ich einen Mehrwert drin für alle Bürgerinnen und Bürger. Mhm. Ihnen allen vielen Dank zunächst einmal für diese Diskussion. Ich hoffe, sie wird heute Abend fortgesetzt. Und ich bedanke mich bei Christian, der musste jetzt die letzte Stunde alleine weitermachen.